Heute müssen wir uns die Frage stellen, ob wir in Season 18 eine neue Legende bekommen, ja oder nein. Das wäre jetzt tatsächlich das zweite Mal, sollte es nicht so sein. Es gibt tatsächlich einen Grund, warum es keine geben sollte. Und es ist tatsächlich, ich habe es in den letzten beiden Videos angerissen, wer die nicht gesehen hat, da rede ich über das Revenant Rework oder eben das Mid-Season-Update. Und mit dem Mid-Season-Update sollte eigentlich ein fettes Revenant-Rework kommen. Das wird wahrscheinlich verschoben auf Season 18. Und es könnte sein, dass in Season 18 eines, nicht das, aber eines der größten Dinge quasi das Revenant-Reborn-Rework ist. Warum gibt es keine neue Legende eventuell? Das betone ich. Es kann sein, dass es trotzdem kommt. Das Ranked-System ist so schlecht wie nie zuvor. Da sind wir uns alle einig. Es ist zu einfach, Master zu erreichen oder allgemein irgendeinen Rang, den man vorher so einfach nicht erreicht hat. Dann hat Respawn natürlich die ganze Geschichte noch ein bisschen mehr verschissen, dass du kaum noch Punkte für Kills bis gar keine Punkte bekommst, nur noch Platzierungspunkte. Und es ist das absolute Chaos. Und Respawn muss jetzt alles daran setzen, dieses System zu fixen. Wir können uns davon verabschieden, dass es in Season 17 passiert. Und es sind schon viele Spieler gegangen und haben gesagt, pass auf, ich bin weg. Sogar Imperial Hall, einer der größten, bekanntesten Streamer, Pro-Spieler hat schon gesagt, jetzt verstehe ich, warum langsam immer mehr keinen Bock mehr auf Apex Legends haben. Das Ranked-System ist eine absolute Katastrophe. Ich glaube, er hat in Season 17 nicht einmal so wirklich gezockt. Zumindest habe ich das so rausgelesen. Und es haben viele auch von uns aus der Community gesagt, sorry, ich habe keinen Bock mehr. Oder alle, die Bock hatten, haben schon lange Master erreicht, haben gesagt, so, Ziel erreicht, ich bin erstmal raus, Publix spiele ich nicht, ich habe keinen Anreiz zu zocken. Geht mir genauso, ich bin jetzt bei Diablo 4 so ein bisschen drin. Also muss Respawn jetzt richtig ranglotzen und dieses System wieder fixen. Und das ist genau der Punkt, warum ich sage, es könnte sein, dass jetzt ja nicht der Hauptfokus in eine neue Legende gesetzt wird, auch wenn die normalerweise schon lange fertig sein müsste, weil geleakte Fähigkeiten, Gameplay und so weiter gibt es alles schon. Aber ich glaube, im Mittelpunkt muss jetzt, damit wir die Spieler wieder zurückgewinnen oder mit Respawn und EA die Spieler zurückgewinnt, muss das Ranked-System funktionieren. Sollte das noch schlimmer werden oder nicht gefixt werden, dann geht das hier ganz steil den Bach runter. Und genau deswegen glaube ich, es könnte wirklich so kommen, dass wir keine Legende bekommen. So, jetzt habe ich lange genug drumherum gelabert. Ganz hoch im Kurs ist trotzdem die Legende Conduit. Ist keine unbekannte Legende, mittlerweile schon vor über einem Jahr geleakt mit den Fähigkeiten. Ich möchte jetzt noch mal kurz die Fähigkeiten einblenden. Und im Netz sind sich eigentlich alle, auch die Leaker, Dataminer und so weiter, einig, dass diese Legende die nächste Legende sein wird. Es gibt keinen Zusammenhang mit irgendeiner anderen Legende. Der Name ist noch in keiner Lore, irgendwo in einem Comic oder sonst was aufgetaucht. Völlig neu. Und Zusammenhänge werden wir wahrscheinlich erst dann rausfinden, wenn dann die ersten Stories von The Outlands Trailer rauskommen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Fähigkeiten ein. Interessante Legende, aber ich hoffe, es wird noch ein bisschen was überarbeitet. Es ist eine Support-Legende und es geht eigentlich auf jede Fähigkeit zu, nur um Schildregeneration. Und nur Schildregeneration finde ich tatsächlich ein bisschen too much, könnte aber ein guter Ersatz für Watson sein. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich garantiert Conduit nehmen. Passive Fähigkeit Capacitance. Conduit regeneriert Schilde über Zeit oder das Schild über Zeit, kennen wir von Watson. Und sollten aber Teammates in der Nähe sein, kriegst du einen Boost und es regeneriert sich schneller. So verstehe ich es. Man könnte natürlich auch verstehen, dass die Teammates in der Nähe auch ein bisschen Regeneration abbekommen. Ich glaube aber eher nur für dich. Und wenn das so schnell geht, dann könntest du tatsächlich Reserven von deinen Schildzellen, Schildbatterien einfach an deine Teammates abdrücken oder du bist einfach der Rucksack für Schildzellen. Ist auch eine feine Sache. Dann haben wir Arc Flash und das ist eigentlich die interessanteste Fähigkeit. Du kannst Teammates auf Kosten deines eigenen Schildes regenerieren. Du gibst was von dir ab, gibst es deinen Teammates und es gibt unzählige Situationen, in denen dir das richtig viel nützen kann. Du bist irgendwo safe, schimmelst vielleicht ein bisschen, kennen wir ja jetzt gerade aus dem Ranked-System und du hast vielleicht einen Teammate, der gerade richtig heftig auf den Sack bekommt, Schild ist fast runter, dann gibst du dem was von seinem Schild. Und das könnte den entscheidenden Gunfight natürlich zugunsten deines Teammates gewinnen lassen. Das ist wirklich eine absolut geile Fähigkeit. Die ultimative Fähigkeit Alternating Current Conduit haut eine Clusterbombe raus und alle, die in diesem Bereich Schaden bekommen, dieser Schaden wird zusammengepackt und prozentual bekommst du von diesem Schaden was auf dein Schild obendrauf und regenerierst somit also mit deiner ultimativen Fähigkeit nochmal zusätzlich. Ja, Schild.
Und deswegen sage ich bewusst, auf alle drei Fähigkeiten geht es eigentlich nur um Schild, Schild, Schild. Das finde ich ein bisschen too much. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht an irgendeiner dieser Fähigkeiten was geändert wird. Ich würde mir tatsächlich die ultimative Fähigkeit wünschen, weil Taktikfähigkeit ist mega geil und Regeneration über Zeit, Teammates in der Nähe noch mehr. Das klingt schon sehr, sehr geil, weil ich finde zum Beispiel Watson ist es zu langsam, definitiv zu langsam. Ich weiß gar nicht, ob das bei Octane auch so langsam ist mit der normalen Heilung. Es klingt nicht schlecht, nicht OP, definitiv nicht drüber. Und es klingt auch nicht so, als wird es die Nummer 1 Legende in Season 18, wenn sie kommt. Aber ich hoffe, dass ein bisschen was dran gebastelt wird. Wie gesagt, das sind geleakte Fähigkeiten, die können so kommen, müssen nicht so kommen. In der Vergangenheit wurde uns aber oft bewiesen, dass meistens die geleakten Fähigkeiten gestimmt haben und nur wenig daran geändert wurde. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von der Legende? Geil? Ja, nein, vielleicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es eine neue Support-Legende wird und nicht wieder irgendeine Assault-Legende. Und davon haben wir jetzt mittlerweile schon genug. Leute, das war's von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.